keine neue Folge. Also, ja, ich kann das. Eine neue Folge Euro Truck Simulator 2. Man sieht's da unten. Facecam mit einer neuen Errungenschaft, einem Greenscreen. Und ich werde jetzt meine Videos immer mit Facecam machen. Das ist auch der Grund, warum jetzt ein paar Tage lang keine ETS-Videos gekommen sind. Ich habe einfach hier ein bisschen rumexperimentiert, wie ich das am besten mache. Wir stehen. Bist du? Okay. Wir stehen hier in Iron. Hier ist Rastplatz. Auch wenn es jetzt nicht gerade so unbedingt so aussieht. Finde ich, ist cool gemacht. Weil in den Industriegebieten zum Beispiel stehen die auch immer am Rand und ja, suchen wir uns mal eine Fracht aus. So, dafür. Entschuldigung. So, Auftragsangebot, Frachtmarkt. Wir stehen in Boon und das sieht doch schon richtig gut aus. Das wollen wir nicht. Das ist kurz. Wow. Ja, da wollen wir doch eh hin. So, wir fahren jetzt einmal hier rüber und dann von hier fahren wir dann da unten die Ecke Spanien und Andorra fahren wir ab, aber jetzt erstmal nach Bilbao. Gerastet haben wir. Bisschen zurück. Da fahren wir einfach mal raus. Könnte man mitten auf der Straße rasten, ist nicht schlecht. Da heizen wir doch einfach mal so durch. Und ja, hier haben wir doch abgeliefert, glaube ich sogar. Ne, war man nicht. Okay. Einmal kurz vorbeugen, damit ich da an meine Tastatur komme, weil das Lenkrad steht hier davor. So, wo haben wir denn unseren schönen Auflieger? Da hinten. Na, packt eine Frau drauf. Na super. Ach, da sind wir. Und dann haben wir unsere Fracht. Vorwärtsgang wäre immer noch hilfreich. Und dann können wir loslegen. Das sagt unser Sprit. Unser Sprit sagt mehr als genug. Dann raus. Navi durchswitchen. Wie gesagt, also gibt jetzt halt die Neuerung mit dem Facecam, mit dem Greenscreen. Das muss ich alles erstmal ein bisschen einstellen. Ich werde den Greenscreen auch für andere Sachen und Projekte benutzen. Das möchte ich jetzt aber nur euch neugierig drauf machen. Da muss ich gucken, wie ich das hinkriege und es wird auf jeden Fall wird's. Jetzt, da kam was, das habe ich noch gesehen. So. 142 Kilometer, das ist eine Folge. Kein Schnibbelkram draus, es sei denn, wir verfahren uns jetzt oder sonst irgendwie welche Probleme. Upsala. Achte jetzt im Moment noch zu viel auf OBS. Nicht gut, aber das lichtet sich bald.
ist halt der Blick zur Kontrolle, ob mit der Facecam und allem das so passt. Ich habe auch zwei Studiolampen mir dazu geholt. Richtig schöne, geile Teile. Für die Ausleuchtung. Jetzt aber mal gucken. Ja, die Stirn ist noch ein bisschen hell. Da muss ich gucken, dass ich da das vielleicht noch ein bisschen dämpfe oder so. Muss ich gucken. So, wo müssen wir lang? Hier kommt nämlich. Das interessante große. Ist auf der Karte rechts unten im Navi. Ein interessantes Straßengebilde. Fotostudio, ob wir den mit drauf kriegen? Das wäre nämlich cool. Da kriegen wir. Das wäre zu weit weg. Na dann, wie gesagt, für die Thumbnails nehme ich euch jedes Mal mit. Ist nicht ein, dass ich dafür dann extra das offline machen soll. Zack, und da haben wir unser Thumbnail. Wenn ich jetzt hier fast stehen geblieben wäre für eigentlich untypisch, mal eigentlich aus der vollen Fahrt. Und ja, Panne, da war Schuld. Musste warten auf ADAC. Kann länger dauern, weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist halt immer je nachdem, wie nah oder wie viel die gelben Engel zu tun haben. Dauert das, ist ähnlich wie bei einem Unfall mit der Polizei. Jeder, der schon mal einen Verkehrsunfall hatte und auf die Polizei gewartet hat, weiß, wovon ich rede. Ich habe bis jetzt, Gott sei Dank, nur einen Unfall gehabt. Das war hier im Ort, das war eine T-Kreuzung. Ich wollte geradeaus über die T-Kreuzung drüber. Er kam mir entgegen, wollte links abbiegen und ja, ist auch abgebogen. Dadurch, dass es leicht am Regnen war, habe ich zwar gebremst, bin aber, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der wirklich abbiegt vor mir, bin ich ihm dann halt mittig frontal in den Kühler mit meiner linken Front vorne, mit dem Kotflügel, aber vorne halt die Ecke, wo der Blinker ist. Habe ihm dann so einen richtig schönen Keil vorne in die Front reingedrescht. Keilverformung. Lustigerweise, er hatte das gleiche Fahrzeugmodell, allerdings als neueres Modell. Ich habe damals einen alten Nissan Sunny gefahren. Ja, dann halt dementsprechend auch, aber ich halt aus den Anfang 90ern, also noch richtig massiv Blech und so, ne? Und er halt ein 2000er Modell. Plastik. Das Witzige war, die Polizei, die stand rechts von mir, die wollten nämlich auch nach rechts abbiegen. Und haben da den ganzen Unfallhergang gesehen. Und ja. Haben dann halt direkt gefragt, die sind auch direkt auf den Bürgersteig gefahren, haben dann gefragt, ob sie den Unfall aufnehmen sollen und ob wir das so klären wollen. Ich war natürlich direkt damit einverstanden, dass der Unfall von denen aufgenommen wird.
weil für mich war die Sachlage klar. Ich als Geradeausverkehr hatte Vorfahrt, mein Gegenüber hat leider was anderes gesehen. Das Witzige war, ich war in dem Moment noch so ein bisschen geschockt. Und der Polizist kam dann zu uns, guckte auf unsere Autos. Der sah natürlich, dass der Unfallgegner Totalschaden hatte, der Kühler hat Wasser verloren, mitten auf der Kreuzung und alles. Und er sagte dann, ja, ich sollte dann zurücksetzen, um die Kreuzung frei zu machen. Ich soll dann halt hier den Streifenwagen nicht stellen. Und dann guckte er, stutzte, guckte mich an, sagte, fahren Sie einen Panzer? Wieso? Sie haben nur einen Blinker kaputt. Da sag ich, wie bitte? Ja, weil ich hatte halt beim beim Zurücksetzen hatte ich halt gesehen, wie der Unfallgegner aussieht, ne? Habe auch gesehen, dass das Wasser auf dem Boden ist, vom Kühler und alles. Und habe mir gedacht, ja, schön. Der ist Fritte, der ist platt, der ist nichts mehr. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, alles klar, du hast einen Kotflügel am Arsch, du hast vorne Scheinwerfer und Blinker und alles hast du am Arsch. Und ja. War interessant. Ich hatte wirklich nur auf der Ecke das Blinkerglas kaputt, der Blinker selber, also die Lampe war noch in Ordnung und hatte nichts am Fahrzeug. Die Plastikstoßstange, beziehungsweise die Metallstoßstange, die da halt darunter ist, hat überhaupt nichts abgekriegt. Die war nicht verzogen, gar nichts. Ich war bei einem Gutachter, hat sich das alles angeguckt. Und er sagte auch, ja, das ist eben noch gute alte Arbeit, ne? Das ist noch Metall, das ist Stahl und die heutigen Kisten, das ist halt alles Plastik und das gibt halt nach, das geht sofort kaputt und darum sind halt die Unfallschäden bei den neueren Fahrzeugen schlimmer als bei den alten Fahrzeugen. Und bei den alten Fahrzeugen, da klopfen sie mit dem Hammer das Blech wieder gerade und dann sind sie fertig. Ja, okay. War aber interessant. Naja, Ende vom Lied. Bin dann leider Gottes auf meinen Reparaturkosten, auch weil es jetzt nicht so viel war, dann doch sitzen geblieben. Weil Fahrzeughalter des anderen Fahrzeugs war auf einmal nämlich nicht mehr zu ermitteln. Ich weiß nicht, was die Polizei, ob die Polizei nicht vergessen hat, direkt eine Halterabfrage zu machen. Auf jeden Fall stellte sich dann halt heraus, dass dieses Fahrzeug überhaupt nicht angemeldet war. Dass halt, wie gesagt, ne, durch die fehlende Anmeldung auch kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestehe. Und da habe ich mich dann schon richtig gefreut. Sag ich, na super. Gefreut unter anderem halt auch, weil es halt kein großer Schaden jetzt war. Weil hätte ich jetzt einen größeren Schaden gehabt, meine Versicherung hätte das zwar bezahlt, aber dann wäre ich dann mit den Prozenten gestiegen und so konnte ich dann halt sagen, okay, ich übernehme die Kosten voll auf meine Kappe. Ist zwar ärgerlich, aber so ein Blinkerglas halt bei eBay, ist halt jetzt nicht die Welt. Ja, das ist das, was ich hier schon mal so öfters sagte, mit den fehlenden Absperrungen. Da weiß man dann nie, wo man dann wirklich lang muss. Mit 80 soll man hier rum. Ja, knackig. Klar doch.
ist klar, 80 ist super. Den Faden verloren. Ist recht düster. Würde gern hier lang. Drücken wir uns jetzt einfach mal rein. Bevor der auf dumme Ideen kommt. So, auf jeden Fall sind wir schon mal da und haben dann unsere Fahrt verstanden. Ich werde dann nachher mal nachgucken, wovon ich als letztes gesprochen habe. Das werden wir dann in der nächsten Folge weiterführen, das Thema. Ich komme jetzt gerade irgendwie absolut nicht drauf und dann bin ich auch rasiert. Schon kein 3-Tage-Wagen mehr, das ist schon ein Kraut. Aber ist halt so. So, da lang. Will der mit uns hin? Mein Gott. Was ist das hier für eine Verkehrsfrage? Aus! So, schön umkommen. Zack. Extra Punkt nehmen wir aber doch mit. Ja, ich schon. Durch die Kurzstrecke nur ein paar Punkte. Kribbeln in der Nase. Mal gucken, ob ich das noch schaffe bis nach der Aufnahme. Ja, sind da. Jetzt fahren wir von Bilbao auf jeden Fall wieder Richtung Irun zurück. Jetzt aber nicht Irun selber. Da waren wir ja schon. Ich werde dann irgendwas nehmen, was dann halt ein bisschen länger ist. Und dann gucken, dass es dann halt Richtung Barcelona geht, dass wir dann uns auch Andorra angucken. Und ich bedanke mich hier schon mal, dass ihr wieder zugeschaut habt. Mich gibt es jetzt auch hier zu sehen, in Farbe, in bunt und bewegt. Wenn man jetzt öfter hier mit Facecam unterwegs sein, 184 Punkte, das ist in der Tat überhaupt nichts. Okay. Wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Euro Truck Simulator 2. Bis dann, tschüss!